Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance Hardcore. Ich stehe hier immer noch im Sasauer Wald. Wir sind auf Hirschjagd. Wir gehen jetzt zu unserem Pferd zurück, weil wir völlig überladen sind. Verkaufen das Hirschfleisch, was wir schon haben. Und müssen dann weiter suchen, weil hier kommen jetzt keine Hirsche mehr hin, wo ich bin, warum auch immer. Der Hund jagt jetzt andauernd nur die Hasen. Das brauchen wir nicht. Also steigen wir jetzt auf unser Pferd, reiten eben zum Dorf rein, verkaufen das Hirschfleisch und reiten dann weiter. Sonst wird das hier alles zu viel. Ich möchte das Fleisch nicht unbedingt hier alles blindlings im Wald liegen lassen. Das gibt nämlich alles Geld. Und Geld können wir gut gebrauchen und müssen wir auch gut gebrauchen, weil wir... wartet's ab. Wir müssen ganz viel Geld haben. Wenn ich jetzt zu schwer bin zum Aufsteigen, finde ich das jetzt nicht... Hä? Wieso kann ich nicht aufsteigen? X! Ach so. Nicht lang drücken. Ja! Ja. Den wegtun. Halt erst den wegtun. Sonst kriegen wir gleich Ärger. Ja! Halt, hier ist ja auch noch Metzger. Ich wollte nicht über den Zaun springen. Ja! Moment mal. So, entschuldigt die kleine Unterbrechung. Ja, ihr kriegt da ja wahrscheinlich sowieso nichts von mit, aber ich hatte gerade einen sehr starken Hustenanfall. Das musste ich erstmal ausdiskutieren mit mir. Jetzt geht's aber wieder. Können wir jetzt beruhigt weitermachen. So, unser Metzgermeister stand da gerade schon. Wollen wir das erstmal hier etwas auf die Leber verkaufen? Der sammelt da wieder für seinen Räucherkammer. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Lass uns handeln. Ich hab dir was so erhört. Schon von Geld, dann können wir das auch verkaufen hier. Das hier Fleisch schon mal kannst du mir geben. Das ist super. Das ist nichts. Und abschließend kann ich das aus Gender. Können wir das dann auch ins Inventar geben? Das Hirschfleisch auch. Die Hirschen auch. Das weiß ich auch, warum wir nicht so viel tragen können. Ich hätte das vorher doch leer räumen sollen. Mach's gut. Gekochtes Hirschfleisch. Und das noch. Egal. Handel abschließen. Ja, aber mein Ruf steigt. Das hat auch was. So, jetzt gehen wir auf der anderen Seite. Ja. Von hier aus rüber. Ja. Ist ja schnell geworden. Und zwar gibt es hier unten bei der Mühle eine kleine Furt, da kommen wir rüber. Breiterutschauweise, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe.
hier in dem... Ja, in dem Sumpfgebiet hier ist nämlich noch ein Rehfanggebiet. Der will er nicht hoch. So, hier hoch. Du musst ja aber irgendwo hoch. Da. Geh doch einfach, Pferd. So. Okay, hier bin ich. Dann muss ich weiter nach dahin. Finden. Da sieht man nicht fast alles gleich aus hier. Also ich glaube, wir sind schon... Ja, das müsste hier sein. Daher. Seht ihr, da ist schon eins. Steht, trifft man denn auch? Steht natürlich perfekt, ne? Ich glaube, mein Hund hat eins gefunden. Oder auch nicht. Ich hoffe, die anderen Pfeile sind jetzt mal ein bisschen besser. Kann er nicht nur am Meer liegen. Das ist ja vielleicht. Ich habe endlich eins. Yeah.
Wir haben alle zusammen Gott das Gelobte gepriesen. Das ist ja schön. Dann gehen wir zurück zum Metzger. Nee, ich wollte mein Pferd nicht abschlachten. Ich wollte eigentlich nur aufsteigen. So, dann gehen wir zum Metzger. Der Rat ist das Schloss. Dann müssen wir noch da rein. Beziehungsweise das Kloster. Ach, jetzt sammelt er noch. Oh, gut. Ja, jetzt habt ihr gesehen, dass es hier zwei Orte gibt, wo es Rehe gibt. Beziehungsweise Hirsche. Da ist das Banditenlager. Da ist die Straße. Und mal gucken, was er jetzt als nächstes Auftrag hat. So können wir das Bogenschießen nämlich auch ein bisschen leveln. Und das brauchen wir noch für die nächste größere Aufgabe, die uns bevorsteht. Ja! Nämlich das Schlangennest. Und da brauchen wir eine geschickte, ruhige Hand, die wir noch nicht haben. Aber wir können eigentlich schon die andere Aufgabe dann machen, aber hoho, das wird noch witzig. Vor allen Dingen im Hardcore. Wenn wir das, wir müssen das Lager noch ausspionieren. Schauen wir mal. Was war das denn? Schauen wir mal. Da. Gott sei. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ich habe das Fleisch, das du wolltest. Lass mich ein Auge drauf werfen. Sieht gut aus. Hier hast du was für die Mühe. Ich habe noch eine Bestellung. Kunden wollen Nieren vom Reh. Bekommst du das hin? Gott sei mit dir. Okay. Hier schnell sind wir unserem Hund. Das andere behalten wir selber. Reh, oh je. Rehe waren hier. Ist mir aber ein bisschen zu weit weg. Können wir den Auftrag noch nicht so richtig erledigen, weil ich im Moment nicht weiß. Hier sind jedenfalls keine, da sind nur Hirsche. Hier weiß ich jetzt nicht. Rehe sind meistens auf Feld, Wald, Wiese so. Also hier, das weiß ich, da sind welche. Da. Ach, guck an, das sehe ich ja doch. Ich dachte, das sehe ich nicht. Sag ich ja, das ist im Moment der einzige Ort, wo ich weiß, dass es Rehe sind. Und hier irgendwo bei Thalmberg waren auch welche. Ich glaube hier irgendwo. Da. Na gut, dann machen wir erst was anderes. Aber ich glaube, wir machen mal. Ja, Brevislavitz. Das Schlangennest. Da habe ich jetzt irgendwie Lust zu. Wenn es auch schief geht,
Aber du musst ihm hier hinkommen. Komm mit, lauf frei! Kauf nur eben die Sachen, die ich bei hab. Oh, Agilität. Deine Angriffe verbrauchen 30% weniger Ausdauer, versuchen aber etwas weniger Schaden. Nee. Leichte Rüstung. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt dir im Kampf 50% leichter Angriffen aus. Ja, toll. Nehmen wir das. Hundeführer. Süßes Hündchen, treuer Gefährte, wachsamer Vierbeiner, Zähne und Krallen. Ich hatte doch Spürnase. Ach so. Dein Hund ist ein treuer Gefährte. Wann immer er wegläuft, erhält er zugleich einen Bonus von 10 Punkten auf Folgsamkeit, nachdem er zurückgekehrt ist. Das ist ein gutes Mittel. Da ist die Suchfunktion. Dein Hund knurrt, wenn sich Nähere umgibt. Nee, das brauchen wir nicht. Oder das können wir auch machen. Es besteht erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund dein Gegner eine blutende Wunde verursacht. Nimm erstmal den hier. Wachsamer Vierbeiner. So. Was haben wir jetzt alles dabei? Das können wir eigentlich alles verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Scheiß brauchen wir eigentlich alle gar nicht. So viel saufen tun wir nicht. Den brauchen wir aber noch. Mal mit rein. Der kann weg. Der. Ah. Gut, jetzt gehen wir zu dem Krämer, verschachern die ganze Sache. Und dann werden wir mal nach Privetslavitz reiten. Und werden da mal gucken. Es kann auch sein, dass wir das erst in der dritten Runde schaffen. Also in dem dritten Video. Weil das ist ein ziemlich weiter Weg bis dahin. Aber ich kann nicht spurten. Hi. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Lebe wohl. Oh, das kann wieder was werden hier. In den Warenkorb, in den Warenkorb, Warenkorb, Warenkorb. Das war so. Normalerweise mehr für. Aber ich will das jetzt aber nur loswerden. Oh. Egal. Ja.
Pferd. Auf dem Pferd. So, auf geht's. Wir müssen jetzt von hier aus, wo wir sind, hier in Sasa. Sasa ist hier. Da sind wir. Auf. Nach hier oben. Ach so. Nach da. Also erst nach Thallenberg. Den Schmuck stell ich sowieso noch nicht. Gut. Wie reite ich denn da am besten? Da komme ich in der verkehrten Richtung. Im Kloster vorbei, ne? Samopesch. Marriott. Dornberg. Okay. Versuchen wir mal unser Glück, ob wir auch da rauskommen, wo ich rauskommen will. Ja. Ja. Meistens klappt das, wenn man auf den Straßen bleibt, dass man da auch da rauskommt, wo man hin will. Besen für die Stube, brechen und hacken für den Acker. Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um. Stopp, Samopesch mal gucken. Sind jetzt da irgendwo mitten. Ich habe das Spiel ja schon oft gespielt, das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Ich habe aber bis jetzt noch nie, ich habe das warum auch immer nie übers Herz gebracht, den Schmuck von Herrin Stefanie zu stellen. Das habe ich, das ist ein Spiel, mehr ist das ja nicht, aber ich habe das irgendwie nie hingekriegt, die zu bestehlen. Alle anderen ja, aber die, das habe ich nie gemacht. Irgendwann schaffe ich das bestimmt auch mal. Da sind wir jetzt da. Da müssen wir eigentlich weiter nach
Das Lager ist vor uns, ne? Also schräg. Ja, da müssen wir jetzt, hier ungefähr sein, da müssen wir jetzt auch dahin weiter. Ja! Weiter. Und ich... Ja, das ist jetzt auch nicht egal. Von der Mühle aus, was ich immer passiert. Ja. So, dann sind wir gleich im Talenberg. Von da aus müssen wir einen ganz bestimmten Weg folgen. Technik hier. Blöde Kreuzung. Kreuzung. Nein. Hä? Ja, so. Wir sind falsch geritten. Shit. Rechts. Ja. Ja. So, jetzt habe ich gefunden. Den richtigen Weg. Jetzt reiten wir noch eben zu dem Punkt, wo wir hin müssen, und dann ist das Video auch schon wieder vorbei, leider Gottes. Ja. Kommen wir nachher. Das kommt von dieser Reiterei hier in Hardcore. Da, wie gesagt, da musst du jeden Weg reiten und kannst sie nicht überspringen. Beim normalen Modus kannst du die ja. Ja, hast du ja diese Sprungpunkte. Nenn ich das jetzt mal. Ja. Du hier nicht. Hopp. Da hoch. Das ist nicht mal der Weg, den ich gesucht habe. Das ist, glaube ich, kein Weg, das ist so ein
nicht da, wo ich hin wollte. Ja! Den habe ich gesucht. So. Holzfällerlager, ja. Gut, und hier sind wir jetzt. Die Karte lasse ich so stehen. Hier machen wir gleich weiter im dritten Teil von Kingdom Come Deliverance Hardcore. Ich hatte mich gefreut, dass ihr da wieder bei gewesen seid. Auch wenn ihr viel getan habt, haben heute außer hier schon gejagt und Rehe müssen wir noch jagen. Jetzt sind wir erstmal auf dem Weg nach Prievislavitz. Das seht ihr dann im dritten Teil, wo das ist. Ja, wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Liken und fürs Kommentieren und fürs Abonnieren. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, eure Tammy. Bis dahin, ciao.